den Soundtrack, wenn dieser Voodoo-Kerl kommt, dieser Voodoo-Geister-Kerl, den finde ich ziemlich cool. Weil ich finde schon den Soundtrack aus dem ersten, da kommt der zweite nicht ran. Aber das ist schon cooler Song. Oh. Okay, Kühlhausdach. Jetzt gehe ich wieder rein, um zu sehen, ob alle wieder auf ihren Positionen sind, wo sie hingehören. Thymian, ich will auch noch den Thymian finden. Thymian! Bum. The investigation. Well then. Ah ja, wir haben einen neuen Split freigeschaltet. Ich weiß nicht genau, ob der. Aber versuchen wir den mal. Erfolgsquote ist ziemlich hoch. Oh, guck mal. Erfolgsquote 0,3% bei dem da unten. Das war echt super schwer. Aber wir haben es geschafft. Das sieht dagegen relativ leicht aus. Machen wir das mal. So ein paar Splits. Warum nicht? Baby Split. Ah, weiß ich gar nicht. So super leicht ist der auch wieder nicht, ne? Das wird nix. Bilger. Vielleicht haut es. Meint ihr, das geht, dass ich die Kugel einfach so möglichst gerade durchhau? Oh, das ist aber nicht möglichst gerade. So wird's nix. Ich glaube, das funktioniert aber theoretisch. Das ist gut. Ansonsten muss ich versuchen, den vorderen Kegel auf den hinteren zu boxen. Das wäre auch gar nicht so schwer. Das kriegen wir hin. Das ist zumindest nicht so schwer wie beim letzten Mal. Das, also bei der Stärkeregulierung, bringt der Talisman, den wir da haben, schon extrem viel. Leider habe ich keinen für links, rechts. Keep working hard now, handsome. And never forget, you have the potential to go semi-pro someday. You mustn't let that talent go to waste. How's the Well then. Oh, mehr haben wir jetzt momentan nicht. Oh, schade. Was Bowling für mich bedeutet? Bowling ist eine Kunst. Ah, das kennen wir schon. Das ist auch nichts Neues. How's the Okay, dann well, then. Werden wir jetzt ein Standard-Bowling-Match bowlen. Weil ich habe immer noch nicht ihren Rekord geschlagen. Und ich halte es auch für unmöglich. Aber ich werde es versuchen. Oh, das geht schon. War schon kein Strike. Können wir schon vergessen. Ich spiele es trotzdem fertig, das Spiel. Ich meine, Spare ist ja auch nicht zu verachten. Yes! Strike! Oh, come on! Wirklich? Unverschämtheit. Also wirklich. Ah, der ist dafür super. Blang.
Ah. Das könnte ein bisschen viel Rechtsstrahl gewesen sein. Nee, nee, passt noch. Gut, dass ich dran gedacht habe, die schwere Kugel zu nehmen. Die nicht so vom Drall beeinflusst wird. Schade. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter nach rechts werfen, wenn ich mit so viel Linksdrall werfe. Oh nein, das könnte jetzt daneben gehen. Ah, schade, Mensch. Wenigstens eine Spare-Reihe hätte ich gern gehabt. Wenigstens immer alles abgeräumt bis zum Schluss. Wäre schon gut gewesen. Ja, jetzt kann ich ein bisschen experimentierfreudiger sein und schauen, ob ich auch so weit gehen darf, wenn ich dann wirklich... Na, das war gar nicht so viel Linksdrall. Mal schauen. Nee, das war zu viel. Na gut. Ja, ist jetzt auch schon wurscht. Come on. Manchmal ist das auch gemein, ey. Im Endeffekt, wenn ich noch einen Talisman habe, der mir das Links-Rechts-Schwanken erleichtert, kann ich schon immer ziemlich perfekt werfen. Dann muss ich eigentlich nur noch ein bisschen rumexperimentieren, dass ich wirklich immer den perfekten Wurf mache. Und dann ist es einfach nur eine Frage des Glücks, ob ich immer Strike schaffe oder nicht. Aber ja, genau so. Ah, aber manchmal halt dann eben doch nicht. Ah. Nicht gut. Ich habe eh schon ein bisschen weit links gezielt. Ah, Gott, Glück gehabt. Nettes Spiel. Yes! Das war schön, oder? Wie der vorletzte Kegel den letzten noch so umgedätscht hat, ganz sanft. Hervorragend. Ah, das war nicht genug Linksdrall. Sehr stark und sehr links ist immer gut. Oh, das war katastrophal. Naja, okay. War halt nicht linksdrallig genug. Ein Spiel wäre schon noch ganz cool. Okay, ein Spiel noch. Aber dann ist Schluss mit Bowling. Kegeln kann ich auch außerhalb der Streams. Da müsst ihr nicht unbedingt dabei sein. Aber ein Spiel machen wir noch. Das war von den Einstellungen her ein guter Wurf. Aber in der Praxis manchmal halt dann trotzdem blöd. Der könnte jetzt zu weit links abdriften. Jep, schade. Ich meine, es war auch notwendig, dass er sehr links halt ist, damit der den einen noch rüberschießen kann ins rechte Feld. Aber gut. Na, oh, ich glaube, mein Glück hat mich verlassen. Thank you.
Oh Gott, was mache ich denn eigentlich? Na, vielleicht treffe ich wenigstens die anderen beiden Kegel. Nein, ich gehe in der Mitte durch. Das war gerade doof. Ach, ich glaube, ich gebe auf. Ich mag nicht mehr. Das Spiel ist schon so zum Scheitern verurteilt. Das passt schon. Meint ihr, der Riese? Meint ihr, der doofe Riese hat mich K.O. geschlagen? Weil ich glaube, bei dem hätte es noch eine Quest gegeben. Aber wenn der jetzt offiziell zu den Bösen gehört und mich K.O. schlägt, dann hat der wahrscheinlich keine Quest mehr für mich. Ich befürchte ich. Die Mario-Musik in mein Gehirn gebrannt. Ich weiß nicht warum. Habe ich denn die wieder gehört? Ah, ich weiß es. Ich habe heute den ganzen Tag No Live Radio im Hintergrund laufen lassen. So ein Radiosender, der nur Videospiel-Soundtracks spielt. Und da kam das Lied wahrscheinlich. Hallöchen. Hallöchen, kleine Katze. So. Was machen wir jetzt? Bin froh, dass ich dem Kerl seinen Ring noch geben konnte. Das war ziemlich cool. Ja, ja, die Zeichen, ne? Die Fleur de Lys, die man wahrscheinlich ganz anders ausspricht. Die würde ich gern noch finden. Das wäre sehr interessant. Und den Cocktail am Sonntag, den geheimen siebten Cocktail. Das wäre auch sehr interessant. Und Thymian finden. Das wäre auch sehr interessant. So, da wird mir jetzt schon wieder so ein Nebenquestzeichen angezeigt. Das macht mich immer irre. Bis jetzt hat das noch nie dahin geführt, wo es hinführen soll. Und einmal hat es uns zum Steinskippen geführt. Und jetzt ist es verschwunden, das weiße Symbol. Ich verstehe die Regeln nicht. Warum sind die manchmal da und manchmal nicht? Was soll das? Wirklich, was soll das? Womit habe ich das verdient? Ich verstehe das nicht. Ich gehe jetzt skateboarden. Ich glaube, ich will die Story heute wahrscheinlich doch nicht mehr weitermachen, weil jetzt ist es schon 20 nach 11 bis 12 geht der Stream. Ich will nicht mitten in der Handlung sein, wenn der Stream dann eigentlich vorbei wäre. Deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen Geplänkel. Die Fotos mache ich dann wahrscheinlich eher alleine, aber können wir mal schauen, ob wir da vielleicht... Oh nein, jetzt macht die Musik. Wann hat denn ihr Skateboardladen? Hat der Öffnungszeiten, der Skateboardladen? Ja, hat er. 8 bis 7 Uhr. 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Was wäre jetzt? Nee, jetzt eben nur Musikzeugs. Ja, wie gesagt, beim Sumpfkerl ist es auch manchmal so. Der wäre theoretisch Öffnungszeit, aber in der Praxis nicht. Jetzt warten wir schnell eine Ingame-Minute, weil dann ist es 14 Uhr, da kann sich alles ändern. Und sie spielt immer noch Bass. Na dann, warten wir mal, rauchen wir mal. Ich habe ja mehrere leichte Zigaretten eingepackt, die immer nur eine Stunde überspringen oder so, glaube ich. Extra leichte, genau. Jetzt spielt ihr immer noch Bass. Mann ey, na gut, dann rauchen wir noch eine. Dann ist es 16 Uhr, dann könnten wir nämlich auch zur Sumpffahrt, würde ich vielleicht auch gern nochmal schauen. Ich wollte gerade sagen, nee, okay, jetzt hat sie vielleicht ein neues Skateboard-Quest für uns. Mr. Miyagi, Emma.
Ich habe die ganze Distanz zurückgelegt, genau wie du wolltest. Kann ich mal dein Deck sehen? Sieht gut aus. Das Ding ist wirklich ganz schön runtergekommen. Ein fleißiger Schüler, der nicht schummelt. Was will ein Mentor mehr? Gut, sollen wir dann mit dem nächsten Trick weitermachen? Auf jeden Fall. Ich bitte darum. Der sprudelnde Quell meiner Begabung, vielmehr der lodernde Vulkan meiner Leidenschaft, steht kurz vor dem Ausbruch. Bring mir besser schnell den nächsten Trick bei. Der nächste Trick ist nicht ganz ungefährlich, aber ich bin sicher, du kriegst das hin. Okay, das hier ist die dritte Strecke. Dann zeig mal, was du kannst. Okay, Emma. Dieser Trick hat einfach nur Style. Und durch die Drehung des Skateboards in der Luft ist er außerdem perfekt geeignet, um alle möglichen Hindernisse umzunieten. Rückwärts, das war ZL. Okay, impossible. Das ist schon witzig. Ich kenne das alles noch aus Tony Hawk Pro Skater. Nur, dass es in Tony Hawk Pro Skater viel leichter war als in dem Spiel. Wirklich. Wow, da war gerade innerhalb eines halben Frames ist ganz viel passiert. Okay. Weiter geht's. Nein, das ist kein Schummeln. Yeah. Mist. Aber es kann sein, dass ich mit dem Impossible nicht so hoch springen kann wie mit dem Olli. Ach komm schon, jetzt bin ich am Gehsteig abgeprallt. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh Mann, ey. Ja, okay, das zählt. Gut. Wartet mal, ich habe einen Plan. Genau. Na, eine Goldmedaille wird das nicht gerade, aber geschafft ist geschafft. Bronze. Silber. Ich versuch's nochmal. Vielleicht können wir Gold schaffen. Wenn das Silber war, vielleicht kriege ich Bronze hin. Wenn ich nicht am Gehsteig scheitern würde. Okay, egal. Genau, was ich machen wollte. Ich glaube, ich muss ein bisschen später springen. Habe ich schon langsam das Gefühl. Gehsteig. Komm schon, Spiel. Du bist echt ein Arsch. Also beim Skateboarden versteht das Spiel keinen Spaß. Beim Zielen muss man es nicht so genau nehmen und so. Es ist eigentlich alles immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Aber beim Skateboarden, da muss man sehr exakt sein. Da ist der Spaß vorbei. Das ist eine ernsthafte Kunst. Also das Spiel ist brandneu. Das ist noch keine Woche alt. Aber mit dem Budget könntest du wahrscheinlich eher recht haben. Das war mit Sicherheit nicht sehr hoch.
Es kann noch was werden. Ich glaube fest daran. Yeah, habt ihr das gesehen? Das war gerade richtig cool alles. Das zählt, finde ich. So, jetzt wartet mal. Dieser Gehsteig ist einfach zu hoch. Ich weiß gar nicht, was das soll hier. Furchtbar. Wow. Ich finde, das war gar nicht so schlecht. Jetzt schauen wir mal. Na, wahrscheinlich brauche ich 3000 für Gold, oder? Ja, aber jetzt will ich nicht mehr. Dann machen wir ein andermal. Boah, ich bin echt platt. Ich hätte nicht gedacht, dass du das so schnell hinbekommst. Dieser Trick nennt sich Impossible. Impossible? Das ist ein angemessener Name für einen so schwierigen Trick. Das heißt dann wohl, dass für mich von jetzt an nichts mehr unmöglich ist, Zack. Emma, wie geht's jetzt? Herzlichen Glückwunsch. Willst du eine Urkunde oder sowas? Du hast jetzt alle Tricks gelernt, die dir beim Ermitteln nützlich sein können. Was? Aber war das wirklich schon alles? Es gibt doch ganz bestimmt noch mehr zu lernen. Die Welt des Gatens ist doch grenzenlos. Mal ganz abgesehen davon, dass mein Quell der Begabung immer noch sprudelt. Bitte, Mr. Me, Emma, du musst mir noch mehr Tricks beibringen. Puh, ehrlich jetzt? Ich fliehe dich an, mein Mentor, mein Meister, mein Mr. Miyagi. Also, eins würde mir da noch einfallen. Aber das ist eine verbotene Technik, nur dass du es weißt. Fantastisch! Die dunkle Seite des Bretts. Immer raus damit. Ich weiß nicht. Soll ich dir das wirklich beibringen? Das muss ich mir gründlich überlegen. Das ist nicht gut, Zack. Emma ist jetzt nicht mehr Mr. Miyagi. Sie ist zum pazifistischen Daniel Sun geworden, der einen Kampf unbedingt verhindern will. Da gibt es nur ein Zack. Wir müssen zu drastischen Mitteln greifen. Wir werden in der Stadt mit unserem Impossible so viel Schaden anrichten wie möglich. Wenn wir Emma und unsere finstere Seite zeigen, ändert sie sicher ihre Meinung. So wie in Karate Kid 3. Erst als der unschuldige Bonsai in Mitleidenschaft gezogen wurde, ließ sich Danielson zum Kampf bewegen. Wir müssen die Rolle des Cobra Kai spielen und Emma mit zerstörerischen Taten aus der Reserve locken. Okay, das klingt nach einem Plan. Die Kraft der Liebe freigeschaltet. Neuer Nebenjob. Aber wirklich freigeschaltet ist der noch nicht, oder? Wir müssen schon noch... Ah ja, stimmt. Ich habe noch gar nicht unsere neue Explosion-Munition getestet. Eichhörnchen. Explosive Betäubungsgeschosse. Auch interessant. Hey, want to talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zack. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard, we passed over the Lake Pontchartrain Causeway, the longest bridge over water in the entire world. Remember the sudden downpour that made it impossible for us to see the road? The rain was so torrential that we couldn't see more than a few miles ahead of us. I'm sure local drivers are used to that sort of thing. They were all going normal speeds. I'll bet that scene reminded you of a certain film, or perhaps a certain person. Violent City, 1970. Directed by Sergio Salima. I only ever saw it on TV when I was a kid, so I don't remember it very well. But I definitely remember that it featured a bridge. A long bridge. During the New Orleans part, that's the one thing I remember. That bridge must have been the Lake Pontchartrain. Gegner. Nach euch habe ich gesucht.
Exklusive Munition. Holy Potato. Das wäre richtig cool. Meine Güte. Explodierende Gummigeschosse, die nur betäuben und nicht töten. Wenn man trifft. Ja. Hey, kann ich theoretisch Rot und das kombinieren? Geht das? Nee, ich glaube, es geht immer nur eine Munitionsart. Ganz viele Modifikatoren, aber Munitionsarten gibt es, glaube ich, immer nur eine. Oh, der hat überlebt. Puh. Der hat gerade echt viel Schaden gemacht. Was war denn mit dem los? Sind schwarze wilde Hunde stärker als nicht schwarze wilde Hunde? Cool, das gefällt mir.